Hallo ihr Lieben, guten Abend. Ich fange jetzt mal mit dem Abend an, mit dem Video. Ein langer Tag neigt sich dem Ende und ich bin jetzt schon zu Hause und ich war heute Morgen auf dem Großmarkt und habe so schöne, viele schöne Sachen gekauft. Es war ein langer Tag und da steckte so viel drin in dem Tag, ja. Und wir hatten nicht nur die Blumen, die vielen Lieferungen, die vielen Leute, die in den Laden kamen. Ein kleiner Ausschnitt, da gehen wir mal in den Hof dazu. Dann zeige ich euch mal, was ich heute auch gemacht habe. Da habe ich nämlich mal ein bisschen rumgeräumt. So, ich zeige euch ja sonst immer die schönen Blumen. Aber jetzt zeige ich euch auch mal, wie es aussieht, wenn ich mal aufgeräumt habe. Und das ganze Auto ist nämlich voller Müll, ein alter Tisch, der weg muss und das die ganzen Zweige. Wir haben das Nadelgrün und jetzt habe ich mal, zumindest auf dem Beet hier ist Ordnung. Der Chinaschilf ist ordentlich zurückgeschnitten, der kann jetzt wieder treiben. Alles ist abgerecht, hier gibt es noch Weinranken, hier gibt es noch ein bisschen Koniferengrün, Kornuszweige, Buchs, die schönen Magnolien und natürlich die Weide. Ja, und ansonsten muss ich jetzt erstmal hier Ordnung machen, weil jetzt muss ich erstmal den Besen schwingen. Und morgen früh muss ich dann das ganze Auto voll, das voller Unrat ist, muss ich erstmal wegbringen. Ja, das gehört dann auch dazu, zu den schönen Blumen, auch wenn die auch immer so schön sind. Aber es kennt ja jeder, der einen Garten hat, kennt das, ne? Aber egal, anpacken, wegfegen und danach die Aussicht genießen. Ja, und jetzt ist es ist alles ausgeliefert und alle Blumen sind weg. Und ich habe auch noch Päckchen in die Packstation gebracht. Zuerst hat er den Scancode nicht genommen, aber dann ging es doch. Ja, und zu guter Letzt, jetzt bin ich zu Hause. Es ist jetzt Freitagabend und manchmal fragt man sich, warum ich das alles mache. Aber es macht total Spaß und es ist so ein tolles Echo von euch, die Videos zu machen, dass ich mich jetzt auch Freitagabend, ich gucke gerade auf die Uhr, es ist jetzt 9:30 und morgen früh um 9.30 Uhr kommt ja wieder das neue Video raus. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal hinsetzen und muss es schneiden und ich habe so schöne Sachen gedreht, die ich so toll fand und die ich euch eigentlich gern zeigen wollte. Ich bin hier übrigens in meinem Zimmer und habe hier ein ganz tolles Bild von meinem Laden hinter mir. Das finde ich immer total schön. Und meine Company Color ist ja eh dieses rosa Magenta. Und ich habe ja auch einen tollen Streifen an meiner Wand gemacht. Und habe hier auch so schöne Fotos, damit ich immer was Tolles habe am Schreibtisch. Ja, ist mal ein kleiner Einblick in mein privates Reich. Aber ich wollte einfach noch mal ein paar Sachen sagen. Und ihr schreibt so liebe E-Mails und so wertschätzend. Auch noch mal vielen Dank, dass du dir die Mühe machst, die Videos zu machen. Und die Hanneliese hat geschrieben, dass sie sich so gern entspannt mit den Videos, wenn sie die abends im Bett, wenn sie nochmal die Videos anguckt. Ja, das finde ich so schön, dass ich zur Entspannung beitragen kann. Und ich habe mir einen kleinen Spickzettel gemacht, ich gebe es offen zu. Und was ich auch total cool finde, ist, dass die 90-jährige Christa aus Pforzheim einfach zum Hörer greift und anruft und sagt, ach Margit, ich hätte gern das und das und dann hätte ich auch gern noch das Huhn im Korb und so. Und die hat ein paar Sachen bestellt und ich finde es so schön, wenn man so fit dann noch ist und die Dinge so genießen kann. Das ist total klasse. Und was auch eine ganz tolle, eine wunderschöne E-Mail, vielen Dank, liebe Ingrid aus München, eine ganz tolle E-Mail, die mir berichtet hat, dass sie seit 35 Jahren einen großen Topf mit Amaryllis, also richtig viele, da hat sie 10 Zwiebeln in diesem Topf und die hat sie seit 35 Jahren, hegt sie und pflegt sie. Und entgegen dem, was ich eigentlich gesagt habe, sie hört im August nicht auf zu gießen, sie gießt weniger, sie düngt im Sommer ein bisschen, sie gießt dann weniger. Und seit 35 Jahren blühen sie von Jahr zu Jahr und erfreuen das Auge. Und also Wahnsinn, ja, das finde ich auch sehr, sehr schön, wenn man die Pflanzen so wertschätzt. Und weil die meisten nehmen ja die Amaryllis und die blühen und dann werden sie einfach entsorgt. Und es ist toll, sowas zu hören, dass jemand auch so lange so viel Freude an den Pflanzen hat. Also vielen, vielen Dank. Ich habe nebenher ja die Fotos auch mal eingespielt. Ich habe mich total drüber gefreut und es war eine wunderschöne Zuschrift. Ja, dann gibt es noch ein kleines Update zum Thema Körbe.
Auch da habe ich mir hier so, ich habe nämlich so meinen kleinen Spickzettel, den ich hier habe. Ja, also mein Händler hat natürlich, nachdem ich gesagt habe, ich habe schon ein paar Leute auf Warteliste gesetzt, ja, da hatte ich schon einige. Und da habe ich gesagt, habt ihr denn noch Körbe im Lager? Und dann ich so, wir gucken nach, wir gucken nach. Ja, jetzt habe ich Rückmeldungen bekommen. Es sind noch Körbe gefunden worden. Ich zeige euch ein Foto vom Lager. Ich warte jetzt drauf, dass die gebracht werden zum Großmarkt. Und ich müsste am Dienstag gibt es wieder neue Körbe. Nebenher habe ich euch ein paar Fotos eingespielt, auch was man so Schönes machen kann mit den Körben. Also Körbe bekomme ich noch, zwar nicht unendlich, aber da sind noch einige gefunden worden. Dann diese kleinen grauen Hasen, diese schönen, die gibt es tatsächlich nur noch bei Floristik24 und da blende ich auch noch mal ein. Die könnt ihr also dort bestellen, den Rabattcode nicht vergessen, wie immer wisst ihr ja. Aber die sind wirklich süß und die machen sich total goldig in dem Korb. Ja, dann. Es gibt also silberne Hasen, habe ich keine mehr. Es tut mir leid, die sind ausverkauft, die waren ganz schnell weg. Aber es gibt noch den schönen goldenen Maxi-Hasen und auch mir auf Wunsch mit einem, ja, mit einem Naturkranz, den wir auch mit Heidelbeere, ein bisschen Weinranken, verschiedenen machen. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Pampasgras, aber wir haben ein bisschen Chinaschilf. Also wir können noch einen schönen Kranz machen. Es gibt noch wenige Hühner. Ja, also Maxi-Hasen gibt es auch nicht mehr allzu viele. Ja, so 6, 7 Stück. Es gibt noch ein paar Hühner, die kann man auch schön in den Korb setzen. Und es gibt noch Straußeneier. Und mit Straußeneiern, da kommen wir jetzt zu dem Thema des heutigen Tages, weil da zeige ich euch eine ganz tolle Idee mit Straußenei. Und da würde ich sagen, kommt einfach mal mit zum Video. Und da gibt es dann die Detailanleitung. So, nach allen Regeln der Kunst werden die Pakete gepackt. Hier ist das Band für den Kranz. Hier ist ein richtig schöner Naturkranz. Der hat auch Kornus und Weinreben. Das Huhn für so ein Nest, das sitzt hier drin. Und das Nest vom Huhn, das hat ein extra Schächtelchen. Also, ich bemühe mich wirklich und ich muss sagen, es ist bis jetzt alles gut angekommen, ihr Lieben. Und ich kann euch nachher mal ein Foto von meinem Auto wieder zeigen. Das Verpacken, das nehme ich schon sehr, sehr ernst. Und wir haben, ja, ich sammle immer wieder Knüllmaterial. So, ihr Lieben, das Thema Hortensien im Strauß, das ist bei euch super angekommen. Und wir haben euch in ganz vielen Farben, die sind jetzt in rosa, haben wir euch diese schönen Nestchen dazu immer geschickt. Und das war ja dieses nette Angebot, eine Seidenhortensie, ein Nestchen mit Farbe nach Wahl. Wir haben natürlich, wir haben Gelb, wir haben Grün, wir haben Rosa, wir haben Pink und wir haben Natur. Also wir haben euch immer die Farbe nach Wunsch gemacht und ihr seid so Bombe. Das sind jetzt die letzten Hortensien, die wir haben. Und was wir auch noch haben, in jedem Video gibt es ja immer ein besonderes Angebot. Genau, ich zeige das jetzt mal schön in die Kamera. Hier haben wir so ein schönes Gefäß, das ist Keramik. Frage ans Team, Keramik ist Keramik, gell? Genau, es nickt super, vielen Dank. Das haben wir jetzt hier so haltbar mit diesen Seidenhortensien dekoriert, mit Weide, mit einem, das ist ein Kunstefeu. Wenn man Kunst mit ein bisschen Moos und Zweigen und Natur mischt, dann sieht ja auch Kunst toll aus. Und da habe ich jetzt ein Angebot an euch, ein ganz besonderes. Das haben wir nur zweimal, also wenn all, dann all. Und das Gefäß, das würde ich euch schicken für, das normal hatten wir es mit 59 Euro ausgezeichnet, weil es ja drei so schöne Hortensien hat. Und das würde ich euch für 45 Euro plus Porto, ich glaube, da komme ich mit 7 Euro hin, genau, für 45 Euro plus Porto schicken. Also first come, first serve, gibt es zweimal, special offer. Hallo ihr Lieben. Es ist Frühling, Ostern kommt und jeder will schon dekorieren. Und deswegen gibt es heute von mir mal ein Video zum Thema Straußenei. Ja, ich finde Straußeneier, ja, es gibt ja viele Arten von Eiern. Es gibt Hühnereier, es gibt Wachteleier. Wachteleier habe ich zum Beispiel hier, ja, diese schönen kleinen. Es gibt Gänseeier. Ja, es gibt natürlich gibt noch viel mehr Emu-Eier und so. Und es gibt natürlich auch noch diese wunderschönen Straußeneier, die sind total stabil. Ich muss sagen, ich war mal in Südafrika, da konnte man sich sogar auf diese
ohne Loch auf diese Eier konnte man sich draufstellen. Das ist Jahre her. Also das zeigt, wie stabil die sind. Die sind auch so richtig schön ausgeblasen und gereinigt und von den unbefruchteten Straußeneiern. Also das ist natürlich wichtig. Und das ist immer was, das ist schon was sehr, sehr Schönes. Man kann die auch als Vase verwenden. Wobei, was ich gemacht habe, wenn ich die als Vase verwende, nur so als Idee, ja, aber das ist nicht das heutige Video, aber ich zeige mal gerne ein paar Variationen. Ich nehme eine Blüte, die ich im Orchideenröhrchen da rein mache und ich mache nicht das Wasser da rein, weil ich kann dieses Ei von innen nicht reinigen. Und deswegen nehme ich das eigentlich nicht als Vase, weil man könnte ja auch so ein Nest und könnte es dann reinstellen. Das ist so eine Idee. Oder wenn ich sage, boah, ich habe so viele Straußeneier, ich möchte die so dekorieren, dann haben wir hier so schönen Untersetzer mit Heu bestückt und haben da einen richtig schönen Kranz aus dieser tollen Trauerweide gemacht. Das ist natürlich auch schön, aber ist jetzt auch ein kleiner Luxus, weil 2, 4, 6, nicht jeder hat unbedingt 6 Straußeneier zu Hause. Habe ich totales Verständnis. Aber man kann auch ein Straußenei schön dekorieren und kann da optisch so viel draus machen. Und genau das möchte ich euch heute zeigen. Zuvor zeige ich euch mal ganz kurz noch so ein kleiner Hinweis auf die letzten Videos. Ich habe das vorletzte Mal mit diesen wunderschönen Hasilines von Floristik24 habe ich einen hübschen Korb gepflanzt. Da blende ich euch nochmal den Videolink ein und da habe ich so schöne Körbe, eine Mischform aus Korb oder und Tablett, die ich auch versende. Und diese Hasen, da blende ich euch den Bestelllink ein. Und dann habe ich auch nochmal so eine Mischung aus Frischblume und Seidenblume. Das habe ich im letzten Video gezeigt. Genau, finde die Seidenblume. Ich habe eine Seidenhortensie genommen, aber den Videolink dazu, wie gesagt, der ist oben. Finde ich auch echt eine schöne Sache, nicht jedes Mal frische Blumen zu kaufen und doch ein super schönes Element im Strauß zu haben. Guckt es euch an. Der Link dazu ist oben drin. Ja, und dann komme ich natürlich dazu, wie ich dieses Straußenei hübsch mache. Ist eigentlich schon sehr schön. Ich will seine Schönheit nicht mindern. Es steht auch witzigerweise auf dem Loch, steht es auch schon so. Aber mein Grundgedanke ist, ich nehme richtig schönen Draht. Den habe ich jetzt hier sogar in Gelb genommen und nicht in Gold. Nehme diesen hübschen Draht, brauche einen Strohrömer. Ja, den habe ich jetzt auch so genommen, dass das Straußenei dann hier schön drin liegt. Ich würde ein Ei in der Natur liegt ein Ei ja auch. In der Natur steht ein Ei nicht. Und ich persönlich finde immer, wenn die jetzt irgendwo so stehen, dann ist es eigentlich nicht natürlich. Aber das ist genauso wie an Weihnachten, wenn die Zapfen irgendwo stehen. Ich finde es eigentlich unnatürlich. Und deswegen muss ein Ei eigentlich doch liegen. Ja, aber das sind nur Grundgedanken dazu. Weil habt ihr schon mal auch im Hühnerstall Eier im Nest stehen sehen? Ich nicht. Ehrlich gesagt. Ja, und deswegen sind wir immer so, wir versuchen, mein Team und ich, wir versuchen schon die Dekos so zu machen, dass sie einfach möglichst naturnah aussehen. Und deswegen, Moment, ich wickel lieber so rum, von innen nach außen. Und deswegen machen wir uns schon immer Gedanken, wie welches Naturmaterial arrangiert sein soll. So, nebenher habe ich jetzt einfach mal angefangen, gerade diesen Strohrömer. Den könnt ihr natürlich auch bei Floristik24 bestellen, wie so vieles. Die haben einfach fast alles, was ihr braucht. Das ist halt ein Floristik-Versand und nicht irgendein Versand. Das Moos habe ich vom Großmarkt geholt. Das ist jetzt auch richtig schönes, flächiges, großes Moos. Du kannst auch Moos in kleineren Stücken nehmen. Dann kannst du einen Heißkleber nehmen und kannst es ja auch ankleben. Es geht natürlich viel, viel, viel schneller, wenn ich hier so ein richtig tolles Moos in großen Stücken habe. Das ist eine feine Sache. Dann geht man her und wickelt ein paar Mal und schon hat man hier einen schönen Strohrömer mit Moos bewickelt. Das geht natürlich ruckzuck.
Und da ich ja eh noch dekoriere und auch ein paar Zweige drumherum mache, ist es auch nicht so schlimm, ob jetzt ein Stückchen, oder muss es nicht so akkurat gewickelt sein. Es soll ja auch, es soll einfach natürlich aussehen. Und da ich, Moment, aber sowas ist jetzt wiederum blöd, das nehme ich nicht so gern. Ja, das sortiere ich dann doch weg und suche mir nochmal ein schönes Stück. Also Moos hat auch so leider die unangenehme Eigenschaft hier, es macht Dreck ohne Ende. Es staubt, es grusselt und wenn man das irgendwie aufhebt, dann versucht einfach Moos auf Moos und quasi Dreck auf Dreck zu lagern. Ja, so, weil wenn ihr das andersrum macht, also sprich so rum, dann habt ihr das ganze Moos oder das schöne Moos, das ist dann immer staubig. So, und wenn ich jetzt also alles gewickelt habe von meinem Mooskränzchen, verdrehe ich den Draht wieder, mache den Draht auf jeden Fall in meine Spule rein, damit er sich nicht aufdröselt. Ja, ich weiß gar nicht, ich finde jetzt kein besseres Wort als aufdröseln. Ja, dann macht es dann so Zong und dann springt er so in der Spule auf. Das ist natürlich dann total doof. Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen mein Chaos zu beseitigen und mache einmal schnell meinen Tisch sauber. Weil sonst habe ich die ganze Zeit so viel Dreck hier. Es ist schön, wenn man eine Werkstatt hat. Und das Schöne ist, dass wir immer alles auf den Boden schnicken können. Weil hier kommen dann manchmal Kinder und sagen, Mama, guck mal, was die da machen. Ja, bei uns ist das erlaubt. Und so, jetzt habe ich hier die Unterseite, ist jetzt hier auch nicht so, so päpstlich gewickelt. Das macht gar nichts aus. Ich möchte hier, weil ich brauche ja auch eine Unterseite, dass das Ei nicht durchfällt. Ich werde hier einfach eine Pappe drauf kleben und damit diese Pappe gut klebt, nehme ich Heißkleber. So. Heißkleber ist auch immer eine herrliche Methode, um schnell, ja, möglichst schnell solche Sachen zu fixieren. Man kann das natürlich auch ohne Heißkleber machen, ich weiß, das sagen auch manche von euch. Aber es muss im Laden, es muss ja auch schnell gehen und ich muss auch die Sachen einfach mal fertig bekommen. Und deswegen finde ich es Heißkleber eine göttliche Methode, die Materialien einfach schnell zu fixieren. Wir haben hier unsere wunderschöne Trauerweide, die ich auch liebe mit dieser Senffarbe. Und ich habe Krampen. Ja, Krampen sind immer, sind also solche Metallnadeln. Und mit denen kann ich sehr, sehr gut und auch sehr schön Zweige fixieren. Oh, Entschuldigung, habe meinen Heißkleber umgeschmissen. So, mit dem, da kann ich auch Zweige sehr gut fixieren. Das heißt, ich nehme einfach die Zweige und mache die mit dem Krampen in den Strohrömer rein. Das soll ja jetzt auch nicht so, ja, das soll nicht alles so gleich aussehen. Deswegen gehe ich mal mit der Weide von außen nach innen, ja, und holen wir noch ein bisschen Weide. Das heißt, ich mache jetzt einfach die Weide, die ich hier drin habe, alle fürs Video. So. Und kann dann noch mal hier ansetzen. So, vielleicht nicht so viele, ist ein bisschen dick gewesen. Genau. Dann gehe ich nochmal hier rein. Kann auch nochmal so ein bisschen was Überschüssiges hier nach oben laufen lassen. Also so wie es in der Natur einfach auch ganz, ganz natürlich mitlaufen lassen, die Weide. Ich beachte natürlich schon eine gewisse Schwungform, das heißt, ich arbeite schon immer in eine Richtung mit der Weide, auch wenn ich das so lässig machen möchte. So habe ich jetzt jedes Weidenstück, habe ich jetzt natürlich immer in die gleiche Richtung gedreht. So, das heißt Euphorbia spinosa, das hat auch dieses kleine Grün drin und macht das Ganze natürlich sehr schön nestig. Damit es aber auch ein Nest wird, muss ich natürlich auch ein bisschen Moos unten in mein Nest reinlegen. Das kann ich jetzt tatsächlich nur reinlegen, weil das dreht ja auch keiner um, das Nest. So, dann nehme ich meinen Spinosa
und kann da auch mal ein paar Stückchen einfach drauf krampen. Auch hier gehe ich tatsächlich auch wieder immer in die gleiche Richtung, um dann so eine Harmonie reinzubringen. Und ich zeige mal, was ich jetzt nicht machen würde. Ich würde jetzt nicht das eine so und das andere hier so gegeneinander, sondern ich gehe tatsächlich, lege ich auch wieder die nächsten Stücke auch in die gleiche Richtung an. Das ist schon sehr, sehr bewusst von der Arbeit her und macht einen harmonischeren und einen floristischeren Eindruck. Es gucken ja auch mal einige Kollegen zu. Und das ist, glaube ich, die beste Bezeichnung dafür. So. Und manchmal, wenn es mich stört, zum Beispiel, dass ich einen Krampen, wenn ich dir sage, ach, ich will den Krampen gar nicht sehen, bevor ich diesen Metallbügel sehe, kann ich auch einfach nochmal ein kleines Stückchen Moos über diesen Metallbügel. Oder ich nehme zum Beispiel hier von dem Spinosa, habe ich hier so ein Ästchen. Und ich kann dieses Ästchen natürlich mit Heißkleber, ich brauche ja immer die Sticks dazu, dann kann ich dieses Ästchen auch einfach mal nur so ankleben. Ja, es muss jetzt also gar nicht gekrampt werden, sondern ich klebe das so drüber. Dann habe ich auch noch, ich liebe Heidelbeere. Und es ist jetzt die Jahreszeit für Heidelbeere. Das ist also so ein schönes, frisches Grün. Es kommt auch noch frisch aus dem Wasser gerade. Das ist natürlich dann noch knackiger. Und das ist, wenn man das jetzt hier dran macht, man sieht auch gleich, ich brauche noch Krampen, Moment. Man sieht auch gleich, wie die Arbeit frischer und grüner und knackiger wird. Und auch hier krampe ich einfach die Heidelbeere mit dran. Und es ist jetzt auch wichtig, nicht die Heidelbeere so zu nehmen in einem Strang. Ich würde also nur so ein bisschen was davon nehmen und meinen Krampen in diesen Strohrömer. Man merkt auch, wie der in den Strohrömer immer reingeht, wenn ich den so reindrücke. Ja, macht es immer so vom Geräusch her. So, und dann lasse ich die Heidelbeere hier einfach so schön mitlaufen. Und die Heidelbeere kann man ja auch, wenn die trocken wird, immer erneuern. Oder man nimmt eine Efeu-Ranke, eine schöne. Also da ist, also Efeu, der schön ausgereift ist, nicht sehr frisch ausgetriebene, der macht es natürlich auch wunderschön, ja, knackig einfach. Und wenn ich jetzt mein Ei hier wieder reinlege, dann hat es doch ein ganz anderes Zuhause als vorher nur das nackige Ei. Und was ich jetzt noch mal mache, ist, jetzt kann ich noch mal mit ein paar Federchen, mit ein paar Wachteleiern einfach noch mal so nachdekorieren, vor allem wo man die Technik sieht, ja, also wo ich gekrampt habe, da kann ich auch sehr schön so spielerisch mit Federchen abdecken, weil mein Spruch ist immer, dass ich die Technik nicht sehen will, und kann auch genauso mit ein paar Wachteleiern nochmal diese natürliche Optik kann ich auch mit Wachteleiern sehr, sehr gut nochmal verstärken. So, also jetzt ist dieses unser Kränzchen mit allen Naturmaterialien, und man kann übrigens auch sehr schön so eine weiche Birke nehmen, die ich auch manchmal, die Birken jetzt abschmeißen, die noch nicht ausgetrieben ist. Also da kann man alle Zweige, die weich sind, die kann man sehr, sehr gut verwenden für so ein Nest. Und da kann man jetzt auch sehr schön dieses Straußenei reinlegen. Oder wenn ihr sagt, ach, das Nest finde ich toll, aber ich brauche jetzt kein Straußenei, dann kann man natürlich auch Gänseeier, Hühnereier, Wachteleier finde ich jetzt zu klein, weil das ist jetzt, ja, die sind für oben drauf, sind die schön, aber entweder man wird es ganz mit Wachteleiern füllen, dann braucht man aber auch ein ganzes Päckchen, oder man füllt es mit Gänseeiern, kann man auch ein paar größere Federn, aber da braucht man schon
Mindestens drei, finde ich. Also das wäre jetzt so das Minimum. Und dann würde ich dann tatsächlich auch zwei Federn dazulegen, zwei oder drei. Und dann hätte man dieses Nest auch sehr schön dekoriert. Und es ist natürlich auch für den für den Ostertisch, das ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Nestchen, kleine Info zum Thema Nestchen. Auch dieses Nest würde ich euch auch machen und versenden. Viele von euch wissen ja schon, kennen ja schon meine Pakete und freuen sich immer. Gibt es auch immer mit dem Ideenmagazin von Floristik24. Ich habe noch einige da. Ja, und das würde ich auch versenden. Schreibe ich euch alles nochmal rein. Meine Bestell-E-Mail kennt ihr. Und ich bin gespannt, was ihr für Ideen habt, was ihr noch reinmachen würdet. Oder man kann natürlich genauso, wenn man jetzt einfach nochmal austauscht, man kann natürlich genauso auch ein schönes großes Ei und kann auch unseren hübschen Hasen hier reinsetzen. Auch der. Dem würde ich aber kein Gänseei daneben geben. Da würde ich den Hasen, ich glaube, ich würde den für sich wirken lassen und finde, der ist wirklich Show genug und er ist ja auch so ein schöner Mittelpunkt und er braucht gar keine Konkurrenz. Ja, also das war jetzt für heute meine Nest, ja eigentlich ursprünglich Nest-Straußenei-Idee, dass ich euch zeigen wollte und was man mit ganz einfachen Mitteln selber ja, machen kann, wickeln kann und dekorieren. Und ich bin wie immer gespannt auf euer Feedback und wie ihr diese Osteridee findet. Ich bin ja immer dafür, dass man die Materialien, dass man so viele Sachen gibt in der Natur, die kann man so schön verwenden. Und ich versuche immer, euch zu zeigen, was ihr mit wenigen einfachen Mitteln für euch selber auch gestalten könnt. Und genauso, ja, genauso erkläre ich das und bin natürlich gespannt, was ihr von der heutigen Idee haltet. Also, ihr Lieben, freue mich auf die Kommentare, auf alle eure Anregungen und schick euch ganz liebe frühlingsmäßige Grüße und wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald. Macht's gut, eure Margit. Tschüss.